sein. Und die hat es gerade in der Halle geschlungen. Oh, wie ist das schön, es ist so schön. Und Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Denn die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft für Frauen steht im Halbfinale dieser Europameisterschaft. Margareta Kosuch und Kathleen Weiß sind hier bei mir. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Was für ein Hammer. 3:0 Sieg hier gegen Kroatien. Wieso war das jetzt so einfach am Ende? Ja, erstmal Dankeschön. Ich würde sagen, es war nicht so einfach, wie es aussah. Wir haben aber wieder ein super geiles Spiel gemacht. Hier ist eine mega Stimmung und wir sind einfach total glücklich. Maggie, es war wieder so knapp, ja, im zweiten Satz, da hattet ihr 5 Satzbälle. Da sind wir draußen doch wieder ein bisschen nervös geworden, ihr nicht? Also wahrscheinlich ein bisschen schon. Wir haben gesagt, ja, eigentlich müssten wir den Sack jetzt zumachen. Aber es ist auch schön, das da ab und zu mal ein bisschen spannender zu machen. Jetzt im dritten Satz haben wir gesehen, Kroatien hat nochmal alles versucht, hat nochmal mit einem komplett anderen System gespielt. Deswegen war es sehr, sehr wichtig, dass wir konzentriert weiterspielen und einfach unser Spiel weiterspielen. Das war wichtig, wenn wir angefangen haben, vielleicht ja, unruhig zu werden oder viel zu schnell Punkte machen zu wollen, ging es mal ein bisschen kritisch, aber insgesamt haben wir auch super über die Sicherung geduldig spielen können und am Ende gewinnen können. Kathleen, du bist die Regisseurin auf dem Feld. Da kann man auch mal ein bisschen unruhig werden, wenn keine der Angreiferinnen den Ball jetzt durchbringt. Was war für dich am Ende die Option? Ist es dann doch immer Maggie? Ja, also ich glaube, dass die Kroatinnen sich natürlich auch ab und zu auf unsere Lieblingsbälle oder auf unsere besten Bälle ein bisschen eingestellt haben. Was wir super gut gemacht haben, ist, selbst wenn dann 3, 4 Bälle nicht so funktioniert haben, dann war wieder jemand anders da oder wir haben ein anderes Schema gespielt oder andere Optionen. Von daher ist das einfach nur geil, die Regisseurin dieses Teams zu sein. Wir sind ja auch alle echt Fan von eurer Mannschaft. Wir haben ja auch eine Kamerafrau bei euch eingeschleust, die uns immer so ein bisschen die Insider auch gibt. Was ist das Besondere an eurer Mannschaft? Also ich kann es nur wiederholen. Also insgesamt ja, der Wille, Glaube und die Lust zu spielen. Und ich weiß nicht, also wir haben ein unglaubliches Selbstvertrauen, jeder Einzelne, was aber wir einfach der gesamten Mannschaft, des gesamten Trainerstabs einfach zu verdanken haben. Und ja, von der Atmosphäre hier kommt natürlich super viel zurück. Man weiß, in Momenten, wo man vielleicht Fehler macht, das wird einem verziehen und genauso geht es dann weiter. Ja, es ist einfach ein super geiles Gefühl und ich hoffe, dass wir dieses Gefühl mit nach Berlin tragen. Ja, ich denke, genau. Wir haben die letzten Jahre so viel zusammen durchgemacht und so viel aufgebaut. Ich glaube, das ist echt also unglaublich, wenn man das so spürt und das ist wirklich in jedem Ballwechsel auf dem Feld zu spüren und das ist echt einmalig. Und es gehört wirklich viel dazu. Tränen, ja. Lächeln, alles. Ja. Das haben wir alles gesehen und wir freuen uns total auf das Halbfinale am Freitag in Berlin. Er holt euch gut, kommt gut hin. Bis dahin. Und wir winken mal kurz den Bundestrainer ran. Vielen Dank euch. Tschüss. Der muss gerade noch mal hier seine Trainerinnen herzen, das sei ihm gegönnt. Herzlichen Glückwunsch.